Ja, dann ein Hörspiel, was nun wirklich sehr, sehr gut versteckt war. Es lief ebenfalls am 1. Januar, wie auch eben das Don Quixote-Hörspiel, was ja auch so ein bisschen versteckt war. Aber hier, das war noch ein bisschen mehr versteckt, weil das war nicht nur, es war gar nicht als Hörspiel zu erkennen, sagen wir mal so. Es lief in der Sendung Literatur bei Deutschlandfunk Kultur und heißt Eliza, die digitale Assistentin. Ich habe, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon mal darauf hingewiesen, dass ich das ziemlich gut fand. Daran hat sich auch nichts geändert. Es geht um einen jungen Mann, der sich von seiner Freundin getrennt hat und durch die Gegend fährt und jetzt überlegt, nicht getrennt hat, er ist eigentlich raus, also er hat sie in Flagranti erwischt und ist jetzt, ja, hat sich doch getrennt. Ja, also jedenfalls versucht er so ein bisschen, ist er so ein bisschen hin und her gerissen, was er jetzt tun soll. Und er hat in seinem Auto allerdings einige Assistenzsysteme, also vom Navi angefangen über die Sprachsteuerung seines Handys. Mit denen kommuniziert er und die kommunizieren auch untereinander, was er nicht immer so mitkriegt. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also allein die Art, wie die Kommunikationssysteme so eine eigene, ein eigenes Leben bekommen und eine eigene Figur, eine eigene Rolle spielen, die auch dann diese Story in eine bestimmte Richtung lenkt, ist großartig. Und vor allen Dingen das Finale finde ich super, weil das Finale ist so, wie ich mir das im Hörspiel wünsche. Man hört es und kriegt es nicht erklärt. Und man hört es trotzdem und versteht es trotzdem. Und das finde ich großartig. Und allein deswegen sollte man dieses Hörspiel schon hören, aber auch wegen allem davor, weil das ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Stück, eigentlich eine sehr, sehr gute Idee einfach. Vier Sprecher, davon sind drei, agieren hauptsächlich, sogar hauptsächlich eigentlich nur zwei. Und trotzdem erhält man hier eine wirklich tolle Story, die einen von Anfang bis Ende unterhält, ein bisschen zum Nachdenken anregt und noch mit einem schönen Schluss. Schön ist in Anführungsstrichen, ist nicht für jeden schön, aber ich fand es sehr, sehr großartig und würde euch das dringend ans Herz legen. Holt euch das Ding beim Deutschen Funk Kultur, könnt ihr es noch downloaden und hört euch das an. Das ist wirklich ganz, ganz großartig, auch wenn es nicht unbedingt im Programm als Hörspiel erkennbar war. Wird gehört, das habe ich schon auf dem Player ganz, ganz nach vorne gerutscht, ja. Bin Das ich ist gut. gespannt. Tja, dann ein schwerer Einschnitt in diese Sendung. Bist du Wir kommen zu den bereit? Geisterschockern. Das Bild mit der Nacken vorne drauf. Erste Frage: Kannst du mir um Himmels Willen erklären, wer diese Frau sein soll, die im ganzen Hörspiel nicht auftaucht? Keine Ahnung. Die haben sie doch einfach vorne hingestellt. Also, Ich blanke finde auch schön, dass Fäkascherei. man bei Amazon immerhin hingegangen ist und hat Und hat's die verwischt. verpixelt. Wie andere. Die Geisterschocker 73, Vampire auf der Bohrinsel, der Titel hält, was er verspricht. Es sind alte Hörspielrecken zu hören durch die Bank, was das Hörspiel leider nicht davor rettet, sehr bescheuert zu sein. Denn es geht um eine, ja, Bohrinsel, um einen Ingenieur, nee, Mechaniker und die verantwortliche Ärztin für das Ganze, die miterleben, wie ja, auf eine Kiste gebohrt wird. Und diese Kiste wird dann eben gehoben und in dieser Kiste ist genau richtig, genau selbiger. Und kurz danach verhalten sich einige Menschen merkwürdig auf dieser Bohrinsel und sind zu Vampiren geworden. Und die zwei, das ist nämlich ein Paar, also der Mechaniker und die Ärztin, stoßen auf Granit beim Hauptverantwortlichen für diese Bohrinsel. Und müssen quasi selber dann zum Kreuz greifen und zum Pflock greifen und na, was man eben alles so macht mit Vampiren und ja, genau. Ei, der Witzka, also, wie man jetzt so einer Geschichte ankommen kann, ich weiß nicht. Klingt super. Großartig, wirklich. Nein, ist es nicht. Das ist in keiner Faser gut. Das ist mit Taten auch Rainer Schmitz und Konsorten leid, diesen Text vortragen zu müssen. Ja, Rainer Schmidt hat sich dann, glaube ich, Mühe gegeben, so ein bisschen Larry Brentig daherzukommen. So ist das wahrscheinlich auch angelegt gewesen. Das funktioniert überhaupt nicht, weil das Ding null Humor hat und überhaupt nicht, auch nicht den leisesten Funken von Witz und Esprit, sondern das ist einfach, es ist wirklich, wie es klingt, so eine angestaubte, aus der Mottenkiste gegrabene Vampirgeschichte auf eine Bohrinsel verfrachtet, um ein bisschen spannend zu wirken und, oh, ey, nee, hör mir auf, du. Ich frage mich immer, wie die Sprecher das machen, ob die da wirklich da, Augen naja zu gut, und durch. es wird bezahlt, dann machen wir es halt, oder dann hätte irgendwann mal einer sagt, hier, für Ich habe fünf mich das Pfennig mehr. bei Regina. Hoppala. Fies, der fliegt mir gleich der Deckel aus der Tasche. Bei Regina Regenbogen immer gefragt. Wenn da gestandene Sprecher wie Erik Fessen, der das komische Pferd sprechen musste,
der hat eigentlich immer das Gleiche gesagt. Der hat immer gesagt, huh, ich bin das schönste Pferd in ganz, na eben, diese Welt, wo der Regenbogen spricht. Da habe ich mich auch immer gefragt, was jetzt wohl in seinem Kopf rumgeht. Schnell weg hier. Ob die das vorher kriegen überhaupt? Oder ob die dann einfach ins Studio kommen und müssen 43 Hörspieler einsprechen, kriegen einfach nur ihre Sätze vorgelegt? Kennen die Story vielleicht gar nicht? Weiß es halt nicht. Weiß es auch nicht. Vielleicht sah es auf dem Blatt gar nicht so schlimm aus. Also ich weiß nicht, ob ich... Naja, Gott, man ist ja auch Profi dann und macht das wahrscheinlich auch. Man macht ja eh die merkwürdigsten Sachen. Werbung für Verstopfungsmittel. Zum Beispiel. Dann kannst du hier auch Vampire auf der Bohrinsel sprechen. Ja, dann ist es wirklich dann irgendwann egal. Ja. Scheißegal, im wahrsten Sinne. Also, nee, tut mir leid, das ist Trash, der aber nicht als Trash kenntlich ist und kein null Augenzwinkern hat und hölzerne Dialoge bis zum Anschlag und nee. Naja, komm, schwamm drüber. Und zu lang, obendrein noch. Ach, das auch noch. Mhm. Ach, wieder CD voll. Es ist auf jeden Fall zu lang. Ja, okay. Ja, das ist manchmal mal 40 Minuten ja schon grenzwertig. Komm mal lieber zu was anderem. Bei NDR Info gab es einen Podcast, der auch als reguläres Hörspiel gesendet wurde. Als reguläres Hörspiel sind es 4 Teile, als Podcast gab es das Ganze in 12 Teilen, wobei da auch immer 3 Folgen auf einmal erschienen. Also so ganz hat sich der Sinn dieses 12-Teilers mir auch nicht erschlossen. Also wenn man das tatsächlich, was weiß ich, jeden zweiten Tag eine Folge rausgebracht hätte, dann wäre es sinnvoller gewesen. Aber schwamm drüber, ist ja mal egal, wie es veröffentlicht wurde. Es gibt es jedenfalls zum Download, sowohl in der 12-teiligen als auch in der 4-teiligen Fassung. Und das Ganze heißt Geronimo, ist nach einem Roman von Leon de Winter. Und das fand ich schon sehr interessant, weil dieser Roman ist nicht unumstritten. Der hat nämlich so ein bisschen, ja, man sagt Leon de Winter nach, was ist denn mit dem los? Ist der plötzlich zu einem Trump-Versteher geworden? Und ja, es hat jedenfalls einen merkwürdigen Einschlag, dieses Buch, einen merkwürdigen Zungenschlag. Deswegen fand ich das ganz interessant, dass man das überhaupt als Hörspiel dann vertont. Und ja, wie man das Ganze vertont. Und tatsächlich hat man das ganz einfach gemacht. Und zwar diese entscheidende Passage hat man also so quasi so ein bisschen untergehen lassen. Die macht auch eigentlich überhaupt nichts an diesem Plot. Tatsächlich ist es nicht wichtig, was dahinter steht, sondern nur, wie man es einsetzt. Klingt jetzt ein bisschen verschwurbelt, weil man die Story, aber ich will auch da nicht allzu viel verraten. Es geht jedenfalls um Osama Bin Laden. Der ist nach den Anschlägen vom 11. September ja auf der Fahndungsliste, insbesondere der Amerikaner. Und man begleitet hier einen Amerikaner, der zunächst nicht in dem Dunstkreis ist, aber dann in den Dunstkreis gerät, in dem das Team gebildet wird, das Osama Bin Laden nach dessen Auffindung, also nachdem er ihn in Pakistan ausfindig gemacht hat, gefangen nehmen soll. Hier gibt es schon eine Merkwürdigkeit, dass der Befehl dazu leitet, kill or capture, also töten oder gefangen nehmen. Und normalerweise sagt man, naja, eigentlich gefangen nehmen und kill dann halt nur, wenn es eben zu einer Notwehrsituation kommt. Und die aber eigentlich im Befehl eigentlich überhaupt nie enthalten ist. Und das wirkt schon merkwürdig. Und der lässt auch bei dem SWAT-Team ein paar Merkwürdigkeiten und man beschließt, das Ganze zu umgehen und dem Ganzen einen Schnippchen zu schlagen und Osama Bin Laden auszutauschen. Und daran hängt sich nicht nur eine Story auf, sondern gleich mehrere. Es gibt mehrere Handlungsstränge. Also im Blickpunkt steht hier Tom, der ja eine Vergangenheit hat mit seiner Ex-Frau, das immer wieder Thema wird. Der ist halt nämlich Vater einer Tochter gewesen und diese Tochter ist verstorben. Warum? Das erfährt man auch erst im Laufe dieses Stückes. Aber das ist halt ein Punkt, der die Figur ein bisschen greifbarer und erklärbarer macht. Und der ist hier betroffen. Er hat in einem Auslandseinsatz ein arabisches Mädchen kennengelernt, was ganz begeistert ist von den Golds, von Glenn Golds Goldberg-Variationen. Das wird dem Mädchen zu Verhängnis und sorgt aber auch dafür, dass es später dadurch gerettet wird. Ja, aufgrund, dass er quasi sie an diese Musik herangeführt hat, entsteht ein besonderes Verhältnis und das spielt auch eine Rolle, weil auch sie hat eine gewisse Beziehung zu Osama Bin Laden, was aber auch erst im Laufe des Hörspiels für Tom ersichtlich wird und dann auch einen Fakt mitbehandelt, der das Stück am Schluss noch interessant wird, weil es ist nicht nur mit Osama Bin Laden getan, sondern es gibt da noch ein Druckmittel, was versteckt wurde von Osama Bin Laden und hinter dem auch sowohl die Amerikaner als auch eine arabische Organisation dahinterher ist. Es ist ein sehr komplexer Thriller mit ganz vielen Handlungssträngen und ganz vielen Aspekten, die da eine Rolle spielen.
Osama Bin Laden ist diese Verschwörungstheorie, dass Osama Bin Laden gar nicht getötet wurde, sondern ja irgendwie noch lebt. Das wird da quasi aufgegriffen, etwas anders allerdings, etwas abgewandelt, aber im Grunde ist das der Aufhänger des ganzen Romans und da drumherum hat man noch eine sehr interessante Thriller-Story gepackt, die, wie gesagt, im Roman ein bisschen merkwürdigen Zungenschlag hat. Im Hörspiel taucht das Problem aber kaum auf. Von daher fand ich tatsächlich gut, ein sehr interessanter Thriller. Ich fand es hier und da ein bisschen zu viel in die Klischeekiste gegriffen, aber geschenkt, es sollte ja auch spannend sein und da muss manchmal so ein Ausflug erlaubt sein. Wenn ihr es hören wollt, Geronimo heißt das Ganze, ist als in der Dramabox erhältlich, in der vierteiligen Fassung. Es gibt aber auch eine spezielle Podcast-Seite, wo ihr das Ganze als zwölfteiligen Podcast runterladen könnt. Ist dann eher was für dich, weil das so diese kurzen Episoden sind. Thematik ist natürlich interessant. Ich fand Zero Dark 30, heißt er doch, von Catherine Bigelow. Da geht es ja auch um die Erschießung von Bin Laden und um das SWAT-Team. Da nimmt man aber teil daran, also als Zuschauer. Also da wird er wirklich umgebracht. Dann zu den Holy Klassikern. Es kam die Folge 15 am 19. Januar raus. Ja, eines meiner Lieblingsmärchen eigentlich von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen, weil das so ein schön schräges Märchen ist mit so viel humorigen, skurrilen Charakteren und merkwürdig bis zum Anschlag. Also was das anbelangt, ähnlich wie der Goldene Vogel, aber dann doch deutlich ulkiger und humoriger. Ja, worum geht es? Es geht natürlich um einen jungen Mann, der natürlich auch einen Bruder hat und der ältere Bruder niemals über den Friedhof gehen will des Nächtens, weil er immer sagt, dort gruselt es ihn. Und der Jüngere kann sich ums Verrecken nicht erklären, was das zur Hölle bedeuten soll. Es gruselt ihn. Und so, als sein Vater ihn dann fragt, was willst du denn mal werden, sagt er natürlich, ich will natürlich das Gruseln lernen. Der Vater will ihm die Flausen austreiben und der Küster bietet sich an, ihm unter die Arme zu greifen diesbezüglich und verschafft ihm einen Job als Glockenläuter. Glockenläuter nennt man die, ne? Glöckner. Glöckner, ja, Als genau. Glöckner. Er geht dann des Nächtens eben rauf und soll die Glocken läuten und dort tritt der Küster als Gespenst auf und was macht der Junge? Er haut ihn die Treppe runter. Der Küster bricht sich das Bein und der Vater schickt den Jungen, verpiss dich. Und was macht er? Er zieht eben aus und versucht das Gruseln zu lernen und erlebt sehr merkwürdige Geschichten, unter anderem mit Gehängten und dann das Finale eben auf einer Burg, wo er 3 Nächte wachen soll, um die Tochter des Königs als Frau zu bekommen und die Hälfte des Reiches dazu, eben klassische, ja, was man halt so kriegt als in so einem Märchen. Und in diesem Schloss spuken halt diverse Gestalten rum. Um die Sache abzukürzen, ich fand es leider nicht so gut. Und das lag daran, dass ich eine Version dieses Märchens einfach innig liebe, die diese skurrilen Eigenheiten, diese Geschichte hat, bei der man überhäuft wird in dieser Geschichte, viel besser rauskitzelt und das Ganze so anlegt, wie ich finde, es sein muss, nämlich wirklich nur ulkig witzig. Weil das Ding kann schreiend komisch sein. Und das ist es hier leider nicht. Also, das ist schon witzig, aber allein eben durch die Geschichte. Und das wird, finde ich, viel zu wenig hier rausgekitzelt. Da hätte man, finde ich, deutlich mehr den Fokus drauflegen sollen. Dann wäre das irgendwie noch humoriger gewesen. Und ich finde, dieses Märchen muss einfach ulkig umgesetzt werden auch. Und dann wird da was draus. Aber so, ja, in der Form, das ist für okay, weil halt einfach nur die Geschichte erzählt wird, aber mir ist das viel zu unlustig erzählt worden. Ja, ich finde auch, das schreit eigentlich nach einer komischen Umsetzung, weil es eben auch eigentlich total lustig ist. Weil es Ja. ja halt gerade mit dem absurden Gedanken spielt, dass die schrecklichsten Dinge passieren und bei ihm stellt sich da gar nichts ein. Also, das ist ja gerade der Witz und ich hätte es eigentlich auch sehr, sehr oder viel besser gefunden, wenn man es ja deutlich mehr auf den Humor gesetzt hätte. Ja, also wenn ihr die andere Version mal hören wollt, ich glaube, war das nicht Maritim? Ich gucke nochmal nach, was das war. Also ich habe auch schon in den letzten Jahren kam da irgendwo, hatten wir doch mal eine Version davon. Die haben wir auch hier vorgestellt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ist bestimmt irgendwo nochmal aufgelegt worden. Ist das irgend so eine Märchenbox oder so irgendwas? Dann war es DAV garantiert. Vermutlich, ja. Ich kann da mal nachgucken. Ja. Du kannst ja Private Dancer singen, derweil. Ja, I'm your private dancer. Hätte ich jetzt eigentlich singen können, aber meine Gesangsstimme ist nicht zu der Brille. Zumindest als Tina Turner. Double bin ich Ey, du wirklich. kannst auch Rio Reiser, dann kannst du auch Tina Turner. Ah, ich kann nicht Rio Reise. Ich mache es trotzdem, das ist das Problem.
Ja, I'm Your Private Dancer ist der Titel eines Hörspiels von Feline Fellhagen, eine Neuproduktion des WDR, den ihr, beziehungsweise die Produktion, die könnt ihr nämlich auch im Hörspielspeicher noch downloaden, ist seit 27. Januar dort verfügbar. Worum geht's? Also Feline Fellhagen nimmt sich der Sache an, man wird ja regelmäßig ausspioniert von irgendwelchen Algorithmen von Google, Amazon, weiß der Teufel wer. Überall wird man auf Schritt und Tritt bewacht. Siri hört einem noch mit ab und so weiter. Und sie sagt, ah ja, gut, wenn die mich eh abhören, dann kann ich das auch selbst planen. Ich bin ja groß genug und fähig und höre jetzt einfach 24 Stunden rund um die Uhr, höre ich mich ab und hat dann eben das Problem, naja, was ist denn, wenn ich mit irgendjemand kommuniziere? Dem müsste ich ja eigentlich sagen, dass ich ihn mit abhöre. Er ist ja auch quasi dabei. Also wenn er ein persönliches Gespräch mit mir hat, kriegt er ja nicht mit, dass er mit abgehört wird. Darum dreht sich so quasi die erste Hälfte des Hörspiels so tatsächlich um die Frage, wie weit darf ich dann gehen, wie gehe ich damit um? Vor allen Dingen, wie kriege ich das dann geregelt, dass ich das, was ich aufgenommen höre, auch wieder gegenhören kann? Weil ich habe ja dann eigentlich, müsste ich mich ja im doppelten Sinne abhören. Also ich müsste mich ja beim Abhören abhören. Das macht das Ganze so ein bisschen fahrig und lenkt dann aber den Fokus dann doch auf eine psychologische Ebene, die dann die zweite Hälfte ausmacht und die das Hörspiel dann total interessant macht. Denn es ist wirklich eine Frage, die nicht nur mit diesen Metaebenen spielt, sondern auch mit der Frage, wie weit darf das Ganze gehen? Wie weit, wo schütze ich mich? Wo schütze ich meine Umgebung oder wo verletze ich meine Umgebung mit sowas? Das fand ich daher sehr interessant. Es ist kein Hörspiel im eigentlichen Sinne. Es ist mehr so ein, ja, so ein selbstreflektiertes Stück, was natürlich auch inhaltlich klar eben ist. Ja, könnt ihr gerne hören. Also ich fand es vom Thema sehr interessant. Ist natürlich kein Hörspiel im eigentlichen Sinne. Also wer hier irgendeine Story dahinter erwartet, wird da vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, aber das ist auch gar nicht die Richtung, die das Hörspiel einschlägt. Ja, dann wieder ins Kommerzielle. Und Also zwar ist du Solos, en bloc. en bloc. Zu John Sinclair fangen wir mit ihm an. 119, die Folge ist erschienen. Drei Herzen aus Eis am 26. Januar bei Lübbe natürlich. Ja, drei Herzen aus Eis, man vermutet es, jawohl, es geht um drei Morde. Und zwar drei Morde an jungen Frauen, die eines gemein haben, nämlich die sich kannten und gemeinsam in Paris waren und dort jemanden kennengelernt haben. Und so kommen eben John Sinclair und Zuko auf die Spur dieses Mannes, der Teuflisches im Sinne hat und sich eben dem Teufel verschrieben hat und etwas sehr Komisches mit diesen Herzen macht. Also diese Frauen, wie gesagt, haben ihr Herz verloren. Also es wurde ihnen aus dem Leib geschnitten von diesem Franzosen. Und was er damit macht, ist komisch. Er pflanzt das nämlich Tieren ein. Ich habe verklickt. Auf Geheiß von Asmodi, der halt sagt, hier, mach das gefälligst, dann steigst du in meiner Gunst auf, dann wehrt man sich natürlich nicht. Im Original ist es noch witziger, also im Original-Roman habe ich gelesen, ist es eine Taube, das fand ich noch schräger. Und hier im Hörspiel ist es einmal eine Schlange und einmal eine Katze und einmal eine Ratte. Und so kommt es natürlich durch diese Tierchen zu sehr monströsen Szenen in diesem Hörspiel, wo diese Tiere, also gerade die Ratte, auf so einer Beerdigung auftaucht und dem Pfarrer den Kopf abbeißt, wie überhaupt diese ganze Folge ziemlich brutal ist. Also allein diese erste Mordszene, also da ist mir auch ein bisschen anders geworden, wo man hört, wie das Herz rausgeschnitten wird und so. Ja, es war John Sinclair-Verhältnisse, geht es da ordentlich zur Sache. John Sinclair hat aber eigentlich ja mit anderen Sachen zu kämpfen, nämlich mit dem Haussegen, der zu Hause schief hängt, denn er wohnt ja wieder unter einem Dach mit Jane Collins, die nicht so wirklich sagt, was Phase ist und die ja eigentlich ja nur den Würfel des Unheils haben will. Und so wird Jane Collins mit in diese Geschichte mit hineingesponnen. Sie wird nämlich auch nach Paris gelockt, wo das Ganze eben quasi zusammenläuft und gipfelt. Und ihr wird der Würfel des Unheils angeboten von eben just diesem Franzosen. Ja, ich meine, dass das Ganze eine Falle ist, das kann man sich ja vorstellen. Da muss man jetzt ja nur eins und eins zusammenzählen. Echt? Ja, 2 plus 2 sind 4, immer und überall. Ja, und so läuft das eben, wie gesagt, alles zusammen, nimmt aber wirklich sehr dramatische Züge an. Und ja, das ist schon ein Einschnitt, diese Folge. Mehr verrate ich nicht. Die John Sinclair-Jünger wissen eh, was passiert. Ja, ist interessant, voll mit Skurrilitäten gesteckt und tatsächlich dadurch durchaus unterhaltsam. Und ja, wie gesagt, also ziemlich brutal tatsächlich. Also man sollte ein bisschen Nerven mitbringen.
Aber wie gesagt, hat interessante Aspekte, ulkige Szenen, merkwürdige Ideen, die Jason Dark da ausgesponnen hat. Und so ist es eine, sag ich mal, bemerkenswerte Folge geworden, die schon so ein bisschen raussticht. Okay. Ja. Ich wüsste nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Dann, Schnitt, kommen wir zu Jules Verne ins Abenteuergenre. Die neuen Abenteuer des Phileas Fogg. Ist auch rausgekommen am 12. Januar eine neue Folge, die Folge 13, Der Untergang der Welt. Interessante Folge erstmal. Es geht um einen Meteor und wir werden Ohrenzeuge, wie dieser Meteor entdeckt wird. Und nicht nur das, sondern wie von einem Astronom entdeckt wird, dass selbiger auf die Erde zurast und wahrscheinlich alles Leben auf der Erde auslöschen wird. Allerdings hat er eine Idee, wie dieser Meteor aufzuhalten ist. Und zwar kennt er einen befreundeten Wissenschaftler, der, also das ist erstmal so ein ganz kruder Charakter, der so ganz zurückgezogen lebt und so, typus verwirrter Wissenschaftler ist. Also so wird er zumindest erstmal von anderen dargestellt, der eben so eine Apparatur erfunden hat, wie man eventuell, ja, dieses Problem aus der Welt schaffen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so erhält Phileas Fogg den Auftrag, diesen, ja, Wissenschaftler ausfindig zu machen und ihm von diesem Meteor zu erzählen und, ihn zu bitten, die Welt zu retten, mehr oder minder. Phileas Fogg trifft auf diesen Wissenschaftler, der natürlich aber selber schon von allem weiß, denn er spielt eigentlich nur ein Spielchen, er spielt nur diese komische Figur nach außen hin, weiß aber sehr wohl über alles Bescheid und hat schon einen Plan entwickelt und so weiter. Klingt alles super. Ja, das geht dann auch alles gut. Und dann denkt sie, hä, und jetzt ist das Hörspiel vorbei? Oder? Komisch. Nein, das Hörspiel nimmt dann eine Wendung und zwar taucht das Problem der Serie ein bisschen alter Charakter auf, den man schon kennt aus 2, 3 Folgen vorher, den ich aber für sehr spannend hielt und wo ich mich tatsächlich eher gefreut habe, dass ich den wieder zu hören bekommen habe, weil mir die Folge damals ziemlich gut gefallen hat. Ja, so taucht halt dieser Charakter auf, denn mit diesem Meteor hat es noch etwas auf sich. Viel mehr will ich nicht verraten. Außer, dass das echt eine sehr unterhaltsame Folge war, an der ich tatsächlich gar nichts meckern kann und will, sondern mein Huzi war eine sehr gute Folge, schnörkellos, ohne großes Bohai und mit, wie gesagt, diesem einen, ja, es ist nicht wirklich ein Twist, aber ja, also die Geschichte nimmt halt einen interessanten Verlauf einfach, ist gut konstruiert und man wundert sich nicht großartig über die Dinge, die passieren, sondern folgt selbigen gebannt und ist am Schluss erfreut, dieses Hörspiel gehört zu haben. Schönes Abenteuerhörspiel, also gerne so schnörkellos weiter. Cool. So, dann noch zu Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Sonderermittler der Krone, auch Folge 13. Die sind auch zeitgleich gestartet, glaube ich, ne? Am 26. Januar rausgekommen. Genau. Die Auktion der Diebe, beim Maritim das Ganze. Da geht es um, ja, die titelgebende Auktion der Diebe. Diese findet die einmal im Jahr statt? Ich behaupte jetzt einfach mal ja. Findet einmal im Jahr statt. Und zu dieser Auktion sind nur die Top-Verbrecher der Welt quasi eingeladen und diejenigen, die etwas loswerden wollen, was sie so nicht direkt verkaufen können oder was eben großes Aufsehen erregt. Und so, ja, wird halt auf dieser Auktion, die so ein Mythos umschwebt, der sehr gut dargestellt ist und den Hörer sehr gespannt macht auf das, was dann kommt. Das fand ich sehr, sehr clever eingefädelt. Von der wird nämlich von einem Verbrecher erzählt, der quasi nur noch diesen einen Ausweg sieht, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, von dieser Auktion zu erzählen. Und Wilde wird natürlich drauf angesetzt von Holmes und soll dorthin fahren und bei dieser Auktion mit dabei sein, denn auf dieser Auktion soll angeblich der Grell, einer der Bösewichte der Serie, diese Apparatur von Röntgen anbieten, dem Meistbietenden. Und so wird eben Wilde dazu angehalten, eben dieser Meistbietende zu sein und dann halt versuchen, irgendwie rauszukommen. Ist ein bisschen blauäugig, aber naja. Wilde ist nicht allein und so versuchen Wilde und sein Partner eben erstmal in diese Auktion überhaupt reinzukommen. Es gibt dann so erst ein paar erste Hindernisse zu überwinden. Er wird nämlich entdeckt am Anfang. Das kriegt er aber alles geregelt und so landet er eben auf dieser Auktion, wo er dann auch auf Grell trifft. Und wie gesagt, das ist alles tatsächlich sehr spannend aufgezogen. Man stolpert nicht großartig über irgendwelche komischen Szenen, was man bei Wilde und Holmes manchmal hat, finde ich, wenn so Action-Szenen oder so kommen, dass das manchmal komisch wirkt. Hier tatsächlich nicht. Ist eine wirklich gute Folge mit dieser sehr guten oder interessanten Idee, mit dieser Auktion.
Fand ich sehr spannend und da bleibt man als Hörer wirklich gebannt dabei, weil man wissen will, wie diese Auktion auch vonstatten geht, weil die Leute sich auch in dieser Auktion nicht sehen und ja, wie das eben gemanagt wird quasi von den Machern. Sehr interessant ist natürlich ein bisschen, ja, wie sie da am Schluss rauskommen, ist ja, müssen ja irgendwie rauskommen und deswegen ist das okay, aber naja, das ist schon so ein bisschen hingedeichselt, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ist okay und also gerne so in die Richtung weiter. Das hat Spaß gemacht, war sehr unterhaltsam und ich habe an keiner Stelle mir am Kopf gekratzt und mich gefragt, was das denn jetzt soll. Alles schön stringent. Ich mag irgendwie so stringente Folgen, die so durchgezogen werden. Ja, wenn das irgendwie strukturiert ist, Zug hat und interessant ist. Und das gilt ja, hier für die Folge. Groß drumherum erklären muss, ja. Genau. Ja, also wirklich... Ja, drei gute Hörspiele, kann ich nichts gegen sagen. Sinclair, Baron und Wild und Holmes. Ja, ich habe auch noch ein für mich überraschendes Hörspiel gefunden, was ich zunächst ein bisschen von den Umgebungsdingen so ein bisschen zurückhaltend war. Und zwar geht es um Satomis Geheimnis, ein Hörspiel von Jonas Rothländer, das der SWR neu produziert hat und am 7. Januar urgesendet hat und das Ganze auch ein Jahr zum Download zur Verfügung steht. Darin geht es um Martin. Martin ist Journalist und hatte... Stimmt gar nicht. Achso, stimmt, wir haben ja noch einen Martin. Nein, aber der Martin, der ist auch 51. Ja. Ja, du siehst nur so aus, aber wer ist es tatsächlich? Ja, wegen dem Bart, wegen dem normalen Bart. Ja, ja. Wo war ich? Ja, Journalist. Er hatte vor 20 Jahren in Freiburg studiert und hatte dort eine Liaison mit Satomi, einer Japanerin. Diese Beziehung ging irgendwann in die Brüche, hat ihn aber irgendwie nie so ganz losgelassen. Jetzt ist er mittlerweile mit einer anderen Frau verheiratet, hat eine Tochter und soll jetzt aber für eine große Zeitung einen Bericht machen über Japan und zwar über das Leben nach der Fukushima-Katastrophe. Dort soll er hin, ja, und denkt, naja, Japan ist ja gar nicht so schlecht, vielleicht habe ich ja die Chance, da nochmal Satomi zu treffen und mal zu gucken, was aus ihr geworden ist. Und tatsächlich findet er sie auch. Jetzt nimmt das Ganze eine ganz merkwürdige und sehr toll dargestellte Wendung. Das Ganze wirkt plötzlich sehr, sehr mystisch und merkwürdig, denn mit Satomi stimmt irgendwas nicht. Also er hat plötzlich so ganz merkwürdige Ideen und so Art, ja, Fantasien. Er kann nicht mehr zwischen Realität und dem, was er glaubt zu träumen, unterscheiden. Ja, und auch die Verbindung nach Hause zu seiner Frau lässt er immer mehr und mehr schleifen. Also er kapselt sich immer mehr nach Japan ab und ja, das Ganze nimmt ja eine ganz, ganz merkwürdige Fahrt auf, aber zieht den Hörer total in den Bann. Ich fand das so stark erzählt und dieses Geheimnis, was da so durchwabert durch die ganze Folge dann, ist ja wirklich großartig erzählt und macht total ja Spaß, dem zuzuhören, auch wenn man nicht genau oder gerade, weil man nicht genau weiß, was da passiert, fand ich das ganz großartig. Also es hat ganz viel Poesie am Schluss und ganz viel Geheimnisvolles. Damit hätte ich da einfach nicht mit gerechnet. Es ist also keine Story für denjenigen, der so eher so der Sinclair-Hörer ist. Dafür ist es dann zu ja verkünstelt, will ich nicht sagen, aber sehr künstlerisch aufgearbeitet. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr unterhaltsam und hat mich total begeistert. Also fand ich richtig stark. Das klingt gut. Das ist echt ganz, ganz toll. Hat mich so ein bisschen so von der Atmosphäre, da gab es auch dieses japanische Hörspiel mit diesem Sand. Oh ja. Kannst du dich erinnern? Oh ja, die Frau, die den ganzen Tag Sand schippt, ja. Genau, also die Atmosphäre. Mhm. Also das fand ich, hat mich so daran erinnert, klar, das Japan-Bezug. Klar, aber... Die Frau in den Dünen hieß das, glaube ich. Frau in den Dünen, genau. Also wirklich, Hut ab, hätte ich so nicht erwartet. Schön. Ja, was war jetzt dann, hast du dein Solo? Ja, ein Hörspiel nach einem Roman von Michael Fehr, einem hochgelobten Roman von Michael Fehr. Der Schweizer Autor hat das Werk Similiberg geschrieben. Das hat der Bayerische Rundfunk zusammen mit Radio Bremen jetzt neu produziert. Ja, um was geht es? Es geht um einen Mann, der einen anderen Mann abholen soll. Also so viel erfährt man am Anfang. Dann stellt sich heraus, also dieser Mann ist also so eine Art Hilfspolizist, so im weitesten Sinne. Er soll also einen abholen, der auf seine Psyche mal getestet werden soll, weil man vermutet, dass da irgendwas Merkwürdiges mit ihm los ist. Und er bringt ihn also in eine Stadt und er wird dort untersucht, aber diese Untersuchung verläuft irgendwie sehr, sehr merkwürdig und auch irgendwie ins Leere und das alles löst sich in Wohlgefallen auf, aber
Der Mann, dieser Gemeindeverwalter, der wittert Merkwürdiges, dass also irgendwas faul ist. Und tatsächlich gibt es dort auch eine Jugendgruppe. Und man stellt dann fest, dass dieser verwirrte Mann gar nicht so verwirrt ist, sondern ganz fiese Pläne hat. Es ist nämlich baut so eine rechte Gruppe auf. Und ja, dann passiert auch ein Unglück. Und das Ganze aufzudröseln, versucht der Gemeindeverwalter, scheitert dann aber auch an der Behördenstruktur, dass also da irgendwie man so gar nicht so das Interesse hat, da reinzugehen. Und das Ganze bringt halt sehr viel Gesellschaftskritik mit sich. Es ist sehr aktuell. Es ist ein Kriminalroman im weitesten Sinne. Es ist eher mehr ein Stück Gesellschaftskritik und eine Abbildung der Realitäten und dieser Ohnmacht, die man gegenüber Staat und diesen rechten Strukturen oftmals empfindet. Das kommt hier sehr, sehr gut rüber. Die Umsetzung ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Das liegt hauptsächlich daran, dass Michael Fair hier als Erzähler auftritt und dem Ganzen ja zum einen zwar eine ganz besondere Note gibt, weil er einen ganz, ganz zurückhaltenden und sehr langsamen Sprachstil hat, der das Ganze so ein bisschen ausbremst und dadurch ziemlich besonders macht. Aber es reißt in einen auch dann tatsächlich immer mal wieder raus aus dieser Story, weil man gewöhnt sich nur sehr schwer daran, wie das hier erzählt wird. Und das ist für meine Begriffe leider nicht wirklich förderlich für diese Story, weil die halt immer wieder dadurch unterbrochen wird. Und ja, ich fand das leider so nicht vom Formal gut genug, als dass mich das hätte begeistert können. Die Story ist eigentlich wirklich super, also die wäre klasse gewesen. Aber die Art, wie man das umsetzt, das hat mich leider nicht begeistert. Ich hätte noch eins nachzutragen. Ach ja. Und vor I kommt nämlich H. Wir haben den Sherlock Holmes verbaselt, aber ist nicht schlimm. Den tragen wir halt dann jetzt nach. Und zwar kam auch am Freitag, den 26. ein Sherlock Holmes und Co. ein neuer raus. Die Folge 35, die schottische Spur bei der Romantruhe. Ein Fall für Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Und zwar geht es um einen ziemlich betuchten, aber auch dementsprechend verschrobenen Kunstsammler, der vor einer Schar von Interessierten eine neue Erwerbung präsentiert, nämlich ein Ölgemälde von einem sehr noch jugendlichen Jungen, das eben von einem schottischen Maler gemalt wurde, von dem Duncan, der für Kunstsammler relativ berühmt ist. Und während er eben dieses Bild präsentiert, wird dieses Bild gestohlen und alle Leute mit Gas betäubt. Auguste Dupin wird von diesem Kunstsammler mit Poe zusammen beauftragt, die Lösegeldübergabe zu managen. Und zwar haben die Entführer, das sind ja eher Entführer als Diebe dann, verlangen von dem Kunstsammler diverse Goldmünzen als Auslösepfand. Dupin und Poe begegnen eben diesem Kunstsammler und sind von ihm nicht wirklich angetan, weil das einfach ein kleiner Kotzbrocken ist, um es gelinde zu sagen, der auch nicht so viel anscheinend von Dupin und von Poe zu halten scheint, was das Ganze noch ein bisschen merkwürdiger macht. Aber er will eben nicht die Polizei einschalten, weil sein Ruf als Kunstsammler auf dem Spiel steht. Und so schnappen sich Dupin und Poe diese Goldmünzen und wollen auf der Pont-Neuf, glaube ich, diese Übergabe über die Bühne bringen. Es passiert aber ein Unglück und merkwürdigerweise wird der vermutliche Entführer dieses Bildes erschossen von jemand anderem und Dupin fällt ins Wasser. Dabei gehen angeblich diese Goldmünzen auch verloren. Also super, Bild weg, Goldmünzen weg, Entführer erschossen, großartig, volle Punktzahl. Dementsprechend ist der Kunstsammler auch nicht wirklich angetan, aber Dupin lässt natürlich nicht locker und will herausfinden, wo dieses Bild ist, also macht er sich auf, denn es wurde die Identität des erschossenen Entführers offenbar. Es kommt dann auch noch heraus, dass er in der Verbindung zu diesem Kunstsammler steht, nämlich sein früherer Assistent war, und da schwelt anscheinend auch noch eine Geschichte mit der Tochter des Kunstsammlers im Hintergrund. Ja, und so gibt es halt diverse Wendungen, die diese Geschichte nimmt. Und worum es dann eigentlich geht, ist die Geschichte des Bildes. Hinter dem steckt nämlich ein noch größeres Geheimnis, eine Familiengeschichte, Tragödie ist zu viel, Familiengeschichte um einen ziemlich reichen Schotten, der quasi ein Erbe mehr oder minder versteckt hat und den Schlüssel in diesem Bild versteckt hat. Naja. So viel sage ich jetzt mal dazu. Ihr hört, die Geschichte ist irgendwie
Jetzt, aufgebläht ist jetzt böse gesagt, aber naja, da kommt halt eine Geschichte, da kommt noch eine Geschichte, da kommt noch eine Geschichte, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte. Das ist schon okay, das ist auch eigentlich alles durchaus schlüssig und interessant, aber irgendwie zur Fülle. Also irgendwie wurde in die eigentlich doch relativ kleine Geschichte, die es ursprünglich ist mit diesem Bild, dann wurde halt immer noch mehr reingepumpt und noch mehr reingepumpt. Und so will die Geschichte auch irgendwie kein Ende nehmen. Und am Schluss sind halt Dupin und Poe auf dem Weg nach Schottland. Und dort kommt es dann zur großen Konfrontation aller Parteien. Und da geht es dann wieder ein bisschen hoppla hopp. Und hat mich so ein bisschen nicht so ganz zufrieden zurückgelassen. An sich hat die Geschichte, hatte wirklich seine Momente, ihre Momente. Die Geschichte hat ihre Momente. Aber wie gesagt, also mir war es ein bisschen zu Fülle, was in die Geschichte dann letztlich reingepackt wurde. Ja, und dann noch eine Wendung und noch eine Wendung. Ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen merkwürdig finde ich auch Dupin selber, wie der angelegt ist. Ich meine, hier als klar kalkulierender, ist ja auch von Poe, glaube ich, ursprünglich so angelegt gewesen, klar kalkulierender Ermittler. Aber Manfred Lehmann ist es doch, packt mir da ein bisschen zu wenig Werfe rein. Also, das ist schon entsprechend der Figur angelegt, aber ja, mir ist das ein bisschen zu trocken, wie er das macht dann letztlich. Mhm. Also Poe ist halt dagegen eher so der große Romantiker und so weiter. Aber also die sind mir irgendwie zu weit auseinander, dass da die Chemie irgendwie zwischen den beiden stimmt. Okay. So ganz funktioniert das irgendwie nicht, dieses Duo. Aber wie gesagt, also keine schlechte Folge, nicht wirklich, nicht falsch verstehen. Aber ja, auch hat mich auch nicht hundertprozentig überzeugt. Okay. Weil sie einfach zu lang ist. Na gut. Ja, ich hätte da was. Hau raus. Nee, wir nähern uns im Ende. Wir hätten noch was mit Zenzi, Zausel und die Salzpiraten. Nicht die Salzpiraten. Nicht die Salzpiraten. Salz. Von Kilian Leipold ist das Ganze auch eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, die im Januar diesmal am Dreikönigstag erstmals gesendet wurde. Ja, das entführt uns ins Mittelalter. Mitte des 15. Jahrhunderts gibt es die Schäferin Zenzi, die sich an ihre Jugend erinnert. Als sie 11 Jahre alt war, hat ihr Vater nach einem langen, harten Winter sie gezwungen, quasi ihr schönstes Schaf abgeben zu müssen, damit die Familie überhaupt durchkommt. Und Zenzi sollte dieses Schaf verkaufen. Sie muss dazu die Salzach überqueren. Just dabei wird sie überfallen. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von dem berühmten Verbrecher und gefürchteten Dieb Bruno der Salzrünstige. So heißt er. Der ist nämlich immer dabei, das wertvolle Salz zu klauen. Ja, er nimmt sie nun gefangen und das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil er jetzt ja eigentlich nur auf Salz abgesehen. Was will er jetzt mit dem Schaf und einem Mädchen, was auf das Schaf aufpasst? Aber das klärt sich dann, als die nämlich in die Höhlen kommen, wo die Räuberbande sich versteckt hat. Ja, das nimmt dann eine sehr merkwürdige und sehr skurrile Wendung, denn Bruno, der Salzrünstige, hat nicht nur einen bärbeißigen Vater, der da auftaucht, sondern auch ein Haustier. Und dieses Haustier, ich verrate jetzt nicht, welches Tier es ist. Es ist nämlich eigentlich total skurril, obwohl es total gut erklärt wird, warum dieses merkwürdige Haustier da hinkommt. Das ist jedenfalls erkältet und Zenzi und das Schaf sollen jetzt für Linderung sorgen. Ja, wie Zenzi sich da befreien kann und ob überhaupt, naja, ob ist schon klar, weil sie erzählt die Story ja, also sie kommt ja da nicht ums Leben, das ist ja klar. Ja, sie nimmt jedenfalls dann eine schöne Wendung auf. Es hat so neben diesem historischen Einschlag, hat es so eine schöne Hotzenplotzigkeit, dieses Stück, die auch wahrscheinlich nicht ungewollt ist. Die macht das Ganze interessant, also gerade für jüngere Ohren ist es eine schöne Mischung aus wirklich spannender Story mit schönen, skurrilen Einschlägen. Ja, wurde ich gut unterhalten bei. Das überraschend gut unterhalten. Also es klang am Anfang, dachte ich, oh, das ist so, wirkt irgendwie so blöd. Aber dann hat es wirklich so eine schöne Atmosphäre gekriegt. Und als dann das Haustier auftaucht und man sich schon wirklich dachte, wie absurd ist das denn jetzt? Passt das aber irgendwie doch noch. Also schöne Bandbreite, die man hier abbilden kann. Klingt gut. Ja, und eins haben wir immer noch eins mit Z, und zwar Züge in die Gegenrichtung. David Zane Meyerowitz hat ein neues Stück geschrieben, das der SRF produziert hat, das es dort auch zum Download gibt. Es geht um zwei Menschen, die beide den gleichen Namen haben, nämlich Robert Nant. Der eine ist oder war Kämpfer der Resistance und hatte 1944 mit einer Mit-Resistance-Kämpferin ein Techtelmechtel. Diese Mitstreiterin wird allerdings dann oder wurde dann kurz darauf erwischt und deportiert.
Der andere, Robert, wurde im KZ Buchenwald geboren, 9 Monate später, als dieses Ganze passiert. Und er kennt aber den Namen seiner Mutter nicht. Aber die beiden Namen, ja, wirken ja schon so ein bisschen, als ob die beiden was miteinander zu tun haben können. Ob sie wirklich Vater und Sohn sind, das soll jetzt eine DNA-Analyse klären. Und das ist jetzt also der Ausgangspunkt. Also damit geht das Stück los. Dann erzählt man diese Story von den beiden, wie die beiden wurden. Also der eine, der im KZ aufgewachsen ist und dort eine sehr schwierige Kindheit natürlich hatte. Der andere, der in der Resistance gekämpft hat und nach dem Krieg sich da auch so ein bisschen wegbewegt hatte. Man nimmt Kontakt auf, aber es dauert 30 Jahre, bis sich der ältere Bob Nant oder Robert Nant dann zurückmeldet und das irgendwie diese vage Vaterschaftsvermutung da irgendwie annimmt und sich dem Ganzen stellt. Und diese beiden Figuren treffen jetzt aufeinander, wie gesagt, und erzählen dann quasi von ihrem Leben. Ob sie tatsächlich Vater und Sohn sind, das klärt sich dann in diesem Hörspiel. Das nehme ich euch jetzt nicht vorweg. Aber fand ich sehr interessant, weil man halt gerade also diese interessante Ausgangsposition hat, diese wirklich interessanten Lebensgeschichten dieser beiden Figuren hat. Ja, fand ich spannend, ist zwar nicht Meyerowitz bestes Stück, aber allein wieder dieser schöne historische Hintergrund, schön auch in Anführungsstrichen, aber dieser interessante historische Hintergrund macht das Stück wirklich besonders und ja, hat mich wirklich erreicht und hat mich ja gut unterhalten, kann man da auch nicht sagen. Das ist auch wieder, wirkt dann zu seicht, aber ich fand das sehr, sehr interessant. Schön. Dann sind wir jetzt durch tatsächlich mit den Sachen, die wir vorstellen wollten. Bereits vorgestellt haben wir euch schon einiges aus dem Januar, das wir jetzt nochmal verlesen. Und zwar gab es im Januar auch das Hörspiel Aus der Tiefe von Ruth Johanna Benrath beim RBB. Ja, bei Hörbuch Hamburg ist erschienen das Hörspiel des SWR, was über Weihnachten gesendet wurde, Licht im August von oder nach William Faulkner. Bei der Audionarchie gab es die 30. Folge von Mindnapping Dark Trace Nemesis. Ja, beim DAV ist das Hörspiel des RBB, was auch an den Weihnachtstagen gesendet wurde, Nach Mitternacht von Irmgard Keun erschienen. Sehr interessant, habe ich ja mittlerweile auch gehört. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Dann der PDAX Hörspielklassiker des Januars ist Das Amulett von Gerhard Rentsch, eine Produktion des Rundfunks der DDR aus 1970-71. Der Jubiläumstatort Paradise City zum 10-jährigen Jubiläum hat Dirk Schmidt sich eine Story erdacht und mit allen, also zumindest die Jubiläumsfolge, mit allen Ermittlern aus allen anderen, wie sagt man, Tatortstätten, wie auch immer, Tatorten, ist zu hören. Kann man downloaden, genauso wie die Kurzfassung, also wo man sich dann nur auf den Hammerfall beschränkt. Das Ganze gibt's bei radiotatort.de zum Download. Jo, dann gibt's natürlich auch noch ein paar Sachen, die trotzdem neu waren, die wir aber nicht mehr gehört bekommen haben. Unter anderem war das eine Produktion des Hörspielprojekts Aus dem Meer, heißt das Hörspiel von Oliver Jung. Ja, Baby Blocksberg erlebt ihr 123. Abenteuer Oma Grete in Gefahr. Das Ganze gibt's bei Piddings. Kiddings, wie komme ich denn auf Piddings? PDAX. Wegen Pibi Blocksberg. Ne, PDAX hätte ich jetzt gesagt. Ah, ja, genau, wahrscheinlich. Dann gab es beim SWR auch im Januar das Hörspiel Das Bad im Knall von Hermann Kretschmar. Ja, Satzzeichen gab es auch mehr als die Seniorenversion der 3 Fragezeichen. Und zwar gab es auch die 3 Ausrufezeichen, die Folge 53 Hochzeitsfieber und bei den Kids gab es die Folge 62 Gefahr im Dschungel. Dann der Auftakt einer neuen Hörspielserie Die Schule der magischen Tiere. Und zwar gab es das bei der Edition Silberfisch, die Folge 1 Die Schule der magischen Tiere von Margit Auer. Die Folge 2 heißt Voller Löcher und die Folge 3 heißt Licht aus. Ja, die Teufelskicker kommen auch wieder. Folge 70 sind wir schon angelangt. Duell bei Flutlicht, Ausrufezeichen. Dann gab es auch eine neue Folge von Dragonbound, die Folge 20, Verwandlung bei Gigaphon. Ja, und für Europa gab es auch etwas Einhorniges, das Einhornparadies, Folge 2, Magie der Freundschaft. Eine Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur und dem HR gab es auch die Gesänge des Charon. Ein Hörspiel von Werner Zieh nach Stefano Darigo. Bei Greenlight Press gab es die 9. Folge der Reihe Heliosphere 2265. Entscheidung bei Nova ist der Titel dieser Folge. Dann gab es auch einen neuen Karl-May-Klassiker, die Folge 7 Winnetou 3 bei Maritim. Ja, und bei Macabros gibt es auch Neues. Macabros Klassik 8, die Geisterhöhlen bei der Winterzeit.
Hallo, ich bin's. Ja, das ist mein erster Auftritt heuer in diesem Jahr 2018 im Orcast. Was werde ich euch da wohl mitgebracht haben? Richtig, es ist wieder was aus dem Hause Winterzeit und zwar ist es die aktuelle Folge aus der Reihe Macabros Classics, nämlich die Folge 8 mit dem Titel Die Geisterhöhlen. Die Folgennummerierung entspricht im Übrigen auch der Romannummerierung, also die Hörspielfolge 8 der Classics-Serie von Winterzeit entspricht auch der Folge 8 der Romanvertonungen von Dan Shocker. Ja. Bei den Europa-Hörspielen war es ein bisschen anders. Da hat man ja einige Hörspiele übersprungen, zum Beispiel auch die Auftaktfolge Monstermacher oder den Horrortrip hat man da auf eine Folge ja zusammengekürzt. Den Totenacker der Dämonen hat man da ja ausgelassen. Deshalb ist ja die Folge 8 der Romane in den Europa-Hörspielen auch die Folge 5 von 10 erschienenen Hörspielen. Und das war auch meine allererste Hörspielfolge von Macabros aus dem Hause Europa. Also das war in dieser Durststrecke, wie man ewig lange auf neue Hörspiele von der Hörspielewelt hat warten müssen. Da habe ich dann aus reiner Langeweile mal zu diesen Hörspielen von Europa gegriffen, beziehungsweise habe mal geschaut, was man da noch alles kaufen konnte, welcher Hörspiele aus dieser Reihe man noch habhaft werden konnte. Und da war eben die Folge 5 dabei, die Geisterhöhlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erwartungshaltung hat es damals nicht ganz erfüllt, weil ich habe den Roman zuerst gelesen und habe dann das Hörspiel gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit diesem Humor, den Bertram von Boxberg, Katja Brügger und Douglas Welbart versucht haben, einfließen zu lassen in das Hörspiel, ich kann damit einfach nichts anfangen. Bei Larry Brand war es ein bisschen anders, aber bei den Macabros-Hörspielen, ich weiß nicht, das war so eine Art gewollter Klamauk-Humor in meinen Augen und in meinen Ohren jetzt einmal. Ich meine, es gibt ja Leute, die stehen drauf. Also die Reihe hat ja nicht umsonst ihre Daseinsberechtigung und es gibt sicher auch Fans, die Reihe heute noch gut finden, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich meine, es hat ja einige humorige Elemente und einige Schmunzelelemente, aber ich finde, das ist schon sowas von übertrieben humorig gewollt, dass ich finde, das hat in einer eigentlichen Horror-Trash-Serie nichts verloren. Ich meine, wenn es das Ziel war, den eigentlichen Horror-Trash durch Humor noch etwas aufzupäppeln und etwas aufzuwerten, ich weiß nicht, ob man getrost behaupten kann, dass man das damit geschafft hat. Also mein Fall ist es nicht. Aber gut, das sei mal in den Raum gestellt. Wie gesagt, ich kann mit der Europa-Serie Macabros wirklich nicht viel anfangen. Also da fühle ich mich bei Winterzeit doch etwas besser aufgehoben. So auch mit dieser aktuellen Folge 8, die Geisterhöhlen. Und es geht auch schön atmosphärisch und spannend los mit einer Dämonenbeschwörung, der Namenlose aus der Folge 7, dem versprochen wurde, dass Björn Hellmark der Garaus gemacht wurde, der bekommt jetzt endlich einen Namen, nämlich Molochos, der Dämonenfürst, und der will Björn Hellmark ja das Leben schwer machen, indem er ihm Marlos madig machen möchte, die Insel, ein Teil von Xantilon, der bald einmal auftauchen wird. Und es soll verhindert werden, dass Björn Hellmark der Erste ist, der die Geisterhöhlen und den Dom der Toten betritt, also diese Pyramide, die mit diesen Geisterhöhlen verbunden ist, auch um dort seinen rechtmäßigen Platz einzunehmen und auch die Botschaft zu empfangen, die dort für ihn von alten Geistern und weißmagischen Geschöpfen, darunter auch einigen weißen Priestern, hinterlassen worden ist. Das wird versucht, mit allen Mitteln zu verhindern. Björn Hellmark wird natürlich rechtzeitig gewarnt, also er weiß schon, dass da etwas im Gange ist, was seiner Zukunft, seinem Schicksal nicht ganz zuträglich sein wird. Und er wird dann auch im Verlauf seiner Suche von einer Art Fieber befallen und er wird eigentlich blind und taub für alles, was rund um ihn herum passiert, unter anderem auch als von Dämonen gesteuerte Sektierer Carminia entführen und drohen, sie umzubringen. Das prallt irgendwie an ihm ab. Er hat nur mehr Augen und Ohren für Marlos und wird eigentlich nur mehr blind geleitet nach Hawaii, wo seine Suche dann auf einen Höhepunkt zusteuert. Aber auch da versuchen ihm die Dämonen, die Suppe gehörig zu versalzen. Sie versuchen wirklich alles, um ihn von Marlos fernzuhalten, was ihnen dann im Endeffekt doch nicht ganz gelingt, aber immerhin, sie schaffen es, ihm die Botschaft madig zu machen, die er ja so dringend braucht, um voranzukommen, um seinen Kampf gegen Molochos fortzusetzen. Also wer das Hörspiel kennt, ich denke mal, so ziemlich jeder von den Macabros-Fans dürfte dieses Hörspiel kennen, dürfte diese Geschichte kennen, aber der darf auch auf die Umsetzung von Winterzeit gespannt sein. Also die hat es wirklich in sich, da wird
fast nicht gekleckert, da wird so ziemlich alles richtig gemacht, was es zu richtig machen gibt. Ja, Umsetzung ist in Ordnung, die Musik ist 1A, die Geräuschkulisse ist auf einem wirklich hohen Niveau, die Sprecher sind wahnsinnig gut ausgesucht, also ich fühle mich immer so eingelullt fast schon und geborgen, also ich freue mich immer wie Schnitzel auf eine neue Makabros-Folge, weil man sich dann schon fragt, ja, wer spricht denn da diesmal alles mit? Und wow, also da, die Sprecherauswahl ist auf einem sehr hohen Niveau. Unter anderem auch, ich glaube, man darf es ruhig verraten, Molochos wird unter anderem gesprochen von Thorsten Münchow, Synchronstimme von unter anderem auch Antonio Banderas. Ja, und man kennt ihn ja auch teilweise aus den Sherlock Holmes Hörspielen von Maritim und bei Flavia de Luz hat er mitgesprochen, da war dieser Polizist, dessen Name mir jetzt momentan nicht einfallen möchte. Ich komme vielleicht noch im Verlauf drauf, aber ja, schauen wir mal. Die Flavia de Luz kennen, die wissen eh, wen ich meine. Musik habe ich schon gesagt, also die ist wirklich gut ausgesucht und da überwiegen auch wirklich diese poppigen Elemente. Also da spielt man wirklich gewollt auch mit diesem 80er-Atmosphäre-Klischee auch, dass der Serie teilweise auch angehaftet ist. Wirklich ein Traum und ja, ich tue mir schwer, da was zu finden, wo ich sage, da müsste vielleicht nachgebessert werden. Also meines Erachtens nach, die Serie ist schon auf einem so hohen Niveau, da finde ich wirklich keine Worte, was noch an Kritik auszulassen ist. Doch, eines. Und zwar, ich muss das jetzt leider doch erwähnen, also ein bisschen Salz in der Suppe gibt es schon, nämlich Dennis Schmidt-Foster, der ja Makabros spricht, der kommt mir teilweise hin und wieder so hölzern vor. Ich vermisse nicht den Makabros-Humor der Europa-Hörspiele, aber ich vermisse doch irgendwie etwas diese Lockerheit, die die Rolle durch Douglas Wellbart auch bekommen hat. Also er macht es nicht falsch, indem er wirklich cool agiert in seiner Rolle, aber darf ruhig etwas lockerer werden. Und dann, das merkt man auch in diesen ganzen Zwiegesprächen, die er da mit seiner Freundin Carminia hat. Ja, also ich würde mir wünschen, wenn er von der Regieanweisung den Tipp bekommen würde, dass er zumindest in den Dialogen ein bisschen lockerer und damit auch vielleicht ein bisschen natürlicher sprechen würde. Das passt im Prinzip schon, wie er es macht. Aber ich vermisse da wirklich diese Lockerheit und diese Natürlichkeit. Die hat in der Folge 6, hat die schon so gut gewirkt. Ich wünsche mir etwas mehr Lockerheit von der Rolle Björn Hellmark und von der Rolle Makabros. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, der mir hierzu noch einfallen würde. Ansonsten aber würde ich sagen, es passt alles und ich kann das Hörspiel wirklich guten Gewissens empfehlen. Kaufen, kaufen, kaufen. Wer da nicht mal ein Ohr riskiert, der ist wirklich selber schuld, weil der verpasst was. Ja, und damit bin ich eigentlich schon durch mit meiner heutigen Rezension von Makabros. Ich melde mich dann beim nächsten Mal zu Wort wieder mit einem Dreierpack. Und zwar hoffe ich da schon in den Händen halten zu dürfen die neueste Folge von den Eifel-Krimis mit dem Titel Eine Reise nach Genf. Den ersten Fall von Sonja Sänger, Kriminalkommissarin. Und ich habe auch noch was anderes. Einmal ein Hörspiel, das nicht von Winterzeit stammt, aber davon in der nächsten Ausgabe mehr. Dann habe ich es nämlich hoffentlich schon gehört. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Winterausklang. Bei uns in Österreich, da schneit es ja jetzt. Wir bekommen eine schöne Kaltwetterfront. Also wirklich bestes Wetter noch, um Skifahren zu gehen. In diesem Sinne, Servus, bis bald und Olaf und Martin, zurück zu euch. Dann der Klassiker der DRS Musikwelle im Januar war ein Hörspiel von Wolf Schmidt, Menschliches, Allzumenschliches heißt das Ganze, eine DRS-Produktion aus 1953. Ja, Sherlock Holmes gab es auch bei der Winterzeit und zwar zwei Chronicles sind im Januar erschienen, die Folge 48, Die verschwundene Witwe und die 49, Silver Blaze. Dann gab es auch eine neue Tony Ballard, die Folge 30 mit dem wundervollen Titel Monster aus der Retorte bei Dreamland Productions mit einem zauberhaften Cover.
Bei RBB Kulturradio gab es eine Hörstückreihe zum Download. Unser täglich Brot heißt das Ganze, ist von diversen Autoren, die alle Studierende der UdK sind. Die haben sich dem Thema Brot gewidmet und eine fünfteilige Reihe gemacht und die könnt ihr beim RBB downloaden. Dann Zirkusfreunde, aufgepasst. Beim Hörspielprojekt gab es nämlich auch die dritte Folge der Reihe Valentin Winter, der Horrorzirkus mit einem furchtbar gruseligen Cover. Heilige Scheiße. Ja, dann, ich wusste gar nicht, ob ich es ankündigen soll, aber wir sollten es zumindest erwähnen. Vater Goriot, der Anfang eines Romans nach Honoré de Balzac, ist beim DLF Kultur zum Download verfügbar. Allerdings ist das die Lesung. Das Hörspiel, Vater Goriot, das Dreiteilige, gibt es leider nicht zum Download. Das gibt es nur zum Nachhören. Aber zumindest den Anfang, den von Peter Martisch gelesenen Roman, den könnt ihr downloaden. Und zu guter Letzt, das Hörspiel Wut von Elfriede Jelinek ist im BR-Pool immer noch hörbar und am Regiepult saß Leonhard Koppelmann. Ja, dann gab es natürlich noch einige wiederveröffentlichte Hörspiele im Januar, also die schon mal vor einiger Zeit erhältlich waren oder im Radio liefen und jetzt nochmal neu aufgelegt werden und entweder im Handel verfügbar sind oder zum Download angeboten werden oder beides. Die verlesen wir nicht, die findet ihr aber alle bei uns im Blog. Der späte Bus unter anderem. Da ist einiges Interessantes bei. Ja, Auch das der Ring ganze des Zeug Zombies. von der Lauscher Lounge. Ja. Ja, Sir Joe auch. Stimmt. Aber sehen jetzt alle. Ich glaube. Das Ja. sind schon Nummer. So, das war's mit dem Januar. Ja. Ne? Wir sehen uns dann gleich in der Gedönskategorie. Genau, so machen wir.